So, wir müssen jetzt gucken. Also müssen jetzt hier irgendwo links und rechts wahrscheinlich abbiegen, oder? Hier ist nichts scheinbar. Okay, wir müssen nochmal zurück. Wahrscheinlich müssen wir hier oben irgendwo nach rechts, so wie mir das scheint. Nee, oder? Hab so ein dummes Gefühl. So. Ach so. Da oben komme ich ja gar nicht rein. Ich habe so gedacht, okay, yo, baust du hier einfach noch eine Treppe rein und dann. Okay. Scheiße. Das funktioniert schon mal nicht. Das? Alles geklappt? Nee. So. Hopp. Hä, das ist voll cool gemacht. So, dann hoch. Und dann nach links. Ja, wollen wir mal. Also ist es richtig? Jetzt geht's hier hoch. Müssen nochmal zwischendurch dieses Ding runterlassen. Also den Block runterlassen. Wow. Das war aber close, ey. Und? Geht ja nicht perfekt drauf, ne? Nein, 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 nein. Warum kann man denn überall runterfallen? Oh, das hat aber, glaube ich. Okay. Okay, wir müssen mal gleich gucken. Also wir müssen. Hey, warte mal, das haben wir doch gerade schon gemacht, oder? Oh nee. Was nicht gezählt? Boah, ihr Timing ist alles, ey.
Hallo? Nein. Okay. Boah, das ist ja wirklich, ey. So. Oh nein. Oh nein. Warum geht das Ding denn zurück? Ich hab nicht gedacht, dass das Ding so schnell runterfällt. Oh, das ist aber auch eine Katastrophe mit den Dingern, ey. Boah, das fliegt da so schnell. Kommt die Katze her? Aber ihr frech. Ah, der hält. Ah, der hält sogar drüber an. Okay. Boah, ist das frech, ey. Wenn ich entkomme, werde ich einen endlosen Krieg führen. So. Dann ab hier rüber. Aber das war cool mit den Leiten. Das fand ich cool. Hat echt Spaß gemacht. So, was müssen wir jetzt machen? Okay. Ich sehe gerade, wir haben die eine Kiste nicht eingesammelt. Das ist auch bitter. Irgendwie triggert mich das, dass ich die nicht habe. Oder kriegen wir die noch? So, wo müssen wir jetzt hin? Irgendwas muss ich aktivieren. Aber was? Okay. Ich schätze mal, hier kommt eine Kugel. Wie das aussieht. Ja, da ist eine Kugel. Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Also da oben. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich es glaube. Ich weiß es. Ah, okay, ich verstehe es. Ja. So, im Endeffekt ist es die Überbrückung der Kugel. Du ahnst nicht, was für ein Krieg sich in dir zusammenbraut. So. Also, die Kugel. Ich weiß nicht, wo die spawnt.
Welche ist jetzt die richtige? So. Ich weiß nicht, ob man alle beide Kugeln braucht. Ah, das werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden. Heißt es, die muss ich blocken? Ich kann euch gleich sagen, wie es ist. Das wird nicht richtig sein. Also das ist richtig. Die rollt runter, knallt dagegen, geht fertig. So, jetzt muss ich hier noch irgendwie... Okay, ich weiß wie. Ist aber jetzt nicht so cool, wie ich es jetzt vorstellen kann. Kann man den Block schieben? Oh, den kann man schieben. Okay, nice. Macht es ein bisschen einfacher. Hoffe ich. Oh nein, ich kann hier nicht runter durch. Oder passt er durch? Bitte passt durch. Ja, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich muss ihn halt nur blocken und dann kann ich ihn anschieben. So. So. Ja, easy. Oh. Und was ist jetzt aufgegangen? Ich glaube, der da drüben ist angegangen, ne? Ach nee, der ist aufgegangen hier. So, jetzt müssen wir da rüber. Oh, da ist doch noch eine Kiste. Warte mal. Oh, es wird Krieg herrschen. Wo ist denn die Kiste hier? Ach, da unten. Aber wie komme ich denn da wieder hoch? Muss ich jetzt sterben? So. Ach ja, dann sterbe ich halt. Keine Ahnung, warte mal so einen Doppelsprung. Du springst ab und dann macht die direkt nochmal die Schwinge. Das ist total bescheuert. Ich verstehe das nicht, warum die das macht. Super ätzend. Okay. So, warte mal, das haben wir jetzt. Jetzt geht's im Endeffekt zu dem letzten. So, wie komme ich da rüber? Da, okay. Ha!
Schon wieder, ey. Ich krieg die Krise jedes Mal, wenn ich normal abspringe. Ach Mann, ey. Ich bin jetzt schon 10-mal gestorben, einfach nur, weil die den Doppeljump nicht nimmt. Was ist das denn? Blöde Kuh, ey. Komisch, wenn ich so auf dem Boden bin oder so. Immer nur, wenn ich über Abgrund bin. Aber das wird ja knapp, ey. So. Bäh. Dieser Ort ist wie Ares. Chaotisch, gefährlich und muss aufgehübscht werden. Was ist es eigentlich genau, was dich an Ares so stört? Ich hatte mehr erwartet. Er fängt Kriege an, stürmt einfach los. Er ist so chaotisch und alle, die zu ihm beten, drehen durch. Er bringt nie den Müll raus, selbst wenn Hera ihn dreimal darum bittet. Aber ich habe damit abgeschlossen. Wir scherzen nur noch darüber. Vielleicht tut er all das, abgesehen von der letzten Sache, nur, weil er seinen Vater beeindrucken will. Vielleicht will er, dass du ihn ernst nimmst. Ach, der denkt einfach nie darüber nach, dass seine blutrünstigen Aktionen alle ins Chaos stürzen. Der wird und wird nicht erwachsen. Man sagt, Nachahmung sei die höchste Form der Anerkennung. Die höchste Form der Anerkennung ist, als Adler jemanden zu entführen, um mal allein zu sein. Frag Ganymedes. Ich meine, nach oben oder so ist ja cool, aber... Wenn ich das jetzt den mache. Machen wir. Hallo? Nein, daneben geschossen. Ich hoffe. So. So, ich glaube. Okay, wie machen wir das jetzt? So. Jetzt auf einmal hat es geklappt, oder was? Will ich mich verarschen? Oh, knapp ich, ey. Okay. Komm ich da hinten noch ran? Nein. War nicht eigentlich irgendwo eine Kiste? Alter! Boah, es gibt. Langsam gibt mir das auf den Keks, dass sie den Doppeljump immer macht. Keine Ahnung, ist das ein Bug oder was?
Jedes Mal beim Abspringen macht ich den Doppeljump. Boah, ist das ätzend. Ich werde die ganze Scheiße hier nochmal machen. Ich muss es anders drücken. So. Würde trotzdem interessieren, wo die Truhe ist. Wo ist die Truhe? Oder irgendwo versteckt. Ich glaube hier. Oder auch nicht. Hä, wo könnte die Truhe sein? Wenn man hier unten ist. Zero zockt, danke für den Twitch Prime. Wie geht's dir? Hi. Dankeschön. Gefällt mir, wie du zockst. Nee, ich rieche mich gerade tierisch auf, weil das Problem ist, immer wenn ich springe, dann macht die manchmal. Hier? Macht die manchmal so einen Doppeljump. Das ist total ätzend hier. So, und dadurch falle ich jedes Mal runter. Ich bin schon 10 Mal in den Ding runtergefallen. Ich habe schon 3 Heiltränke benutzt. Das kriegt Krise. Dankeschön. Das gehört dazu. Wie geht's dir? Dankeschön nochmal. So. Ja, und ich bin halt im Endeffekt, also... Was wäre das Spiel ohne einen ordentlichen Rage? Bei dem Spiel geht das aber eigentlich. Da fand ich Assassin's Creed viel schlimmer. Wo ich das auf 100% gemacht habe. Ja, ich bin halt so, ich spiele die Spiele halt wirklich auf 100% so. Und dieses Jahr möchte ich halt auch noch meine 200.000 Gamescore erreichen. Ich habe aktuell... Okay, sieht man nicht, aber ich habe aktuell 195.000. Und ja. Aber ich finde so, die Spiele... Man sollte halt nicht nur die Story spielen oder wie viele Streamer das machen, nur einmal das Spiel anspielen, um es zu kurz zu zeigen. Man sollte das Spiel schon durchspielen und auf 100% spielen. Dafür ist das Spiel ja ausgelegt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. So, und ich suche gerade die blöde Kiste, die zweite. Aber normalerweise, wie gesagt, ich bin eigentlich die Ruhe in Person, aber sowas triggert mich. So, das hier, den meine ich. Hier, wenn du so einen Jump hast. Und dann du versuchst, aber das passiert halt immer nur, wenn du über einen Abgrund bist und dann fällt es halt runter. So, du kannst es halt auch nicht retten, weil du nur 2 Jumps hast. Aber da kriege ich die Krise bei. So, kurz mal zurück zum Rätsel. Wir müssen dahin. Heißt, wir müssen einen großen. Von den großen müssen wir rüber. Trotzdem, mich wundert diese komische Treppe da unten. Bedeutet irgendwas. Ich glaube, da unten ist die Kiste, aber wahrscheinlich auf irgendeiner anderen Seite. Damit du dann da hinspringen kannst und dann wieder hochgehen kannst. Ich glaube, dafür ist es gedacht. Gucken wir mal. Da sind wir hergekommen. So, Katastrophe, ja. Aber spielst du es denn selber oder wie ist es bei dir? Also, wie machen wir das? Bin noch am Überlegen. Also das Spiel, muss ich gestehen, macht echt Spaß. Also, weil gerade auch die, mal davon abgesehen, die Storyline mit Zeus und so, das ist richtig gut gemacht.
wir machen den. Was jetzt ein bisschen tricky wird. So. Den nehmen wir mit. Den wollte ich eigentlich gar nicht haben. Wo sind? Ja, ja, den kleinen Würfel brauchen wir nicht. So. Jetzt kommt der Clou. Ja, das war ein bisschen langsam. So. Und tap. Assassin's Creed Valhalla auch noch durchspielen, aber irgendwie bin ich vom Game enttäuscht. Also, ich muss sagen, ich habe 130 Spielstunden in Assassin's Creed Valhalla. Und ich habe es auf 100% gespielt. Also mir fehlt, ich muss nachher nochmal mit Ubisoft, muss ich nochmal den Support anschreiben, weil ich habe einen kleinen Bug, der es mich verhindert, auf 100% zu spielen. Ich weiß nicht, wie weit du bist, aber da gibt's in einem Land gibt's einen Mob, den habe ich getötet. Und der droppt ein Item. So, und das Item brauche ich halt, um die Komplimitierung, also um die Regionen auf 100% zu machen. Ich möchte jetzt leider nicht, also ich möchte jetzt nicht spoilern, wo das ist. Nein, scheiße, ich hab meine Kiste fallen. Okay, wie machen wir das jetzt? Warte mal. Und schon wieder passiert. Okay, warte mal. Krieg ich diese Kiste? Nein, krieg ich nicht. Fuck, ich muss alles nochmal von vorne machen. Und schon wieder ist es passiert. Die springt halt so blöd ab, ey. Muss ich alles von vorne machen. Kacke. Und ich muss halt den Support nochmal anschreiben. Was mich halt wirklich ultra nervt. Ich mag sowas überhaupt nicht so. Hallo? Weil ich warte meistens eigentlich, bis der Bug irgendwie behoben ist. Wie willst du denn ordentlich diese Jump'n'Runs machen, wenn du jedes Mal den Doppeljump kriegst? Das ist ja ist echt... Ich nerv das. Und dann kannst du auch in diesem blöden Gewölben auch nicht klettern. Wie willst du das denn machen? Wie komme ich jetzt da oben ran? Mit einem... Ich könnte... Der ist auch so weit weg. Wo ist denn der kleine Würfel, warte mal? Ist das jetzt euer beschissener Ernst? Jetzt ist der da oben drauf. Oh ne, ich muss die alle resetten. Ich krieg die Krise, ich war fast drüben. Und dann macht er halt diesen blöden Jump. So, und das ist das, was mich aktuell wirklich triggert ein bisschen. Wobei, kommen wir auch so irgendwie rüber? Ich war schon ziemlich weit oben, ne? Mann, Mann, Mann. Jetzt geht's. Aber da, wo ich es gebraucht habe, ging es nicht. Ja. Also wie gesagt, Assassin's Creed Valhalla. Ich muss sagen, also viele sind davon enttäuscht. Ich weiß aber auch nicht, warum sie enttäuscht sind. Also ich finde es besser als Odyssey. Und ich habe Odyssey auch auf 100% gespielt. Und ich habe Origin auch auf 100% gespielt. Wieso hat sie denn jetzt losgelassen? Also, ich fand die Valhalla, also ich fand Valhalla, fand ich echt was anderes. Sigurd.
Ich weiß nicht, wie weit du gespielt hast, deshalb kann ich jetzt dazu leider nichts sagen. Weißt du? Wollen wir den da einfach mitnehmen? Wir nehmen den aber mit, ja. Vielleicht brauchen wir den nochmal irgendwann. Kurz vor Ende. Kommt drauf an, was du für Ende bezeichnest. Okay, wie viele Regionen hast du schon? Ich möchte halt dich nicht komplett spoilern, weil wenn ich jetzt auf einmal anfange und sage ein paar Regionen. Oh, ob das jetzt so gesund war? Scheiße. Oh, das wird doch kacke. Also ganz ehrlich hier, das Ares-Rätsel, ne, da krieg ich jetzt schon, das ist jetzt schon, wird doch so Endgame für mich hier. So. Da oben ist die Kiste. Seht ihr die? Da oben. Da wo der Strahl ist. Boah, das geht zu schräg. Das war gut. Die Rätsel sind schon nicht ohne, ey. Der Zorn der Götter verlangt, entfesselt zu werden. So, Bossfight. Das ist ja nicht Zero. Spielst du auf 100%? Also so wirklich alles? Oder spielst du einfach nur so Story und dann war's das? So, Kottos, der Alles. Wow. Okay. Okay, ich muss aufpassen. Wir werden unsere übliche Taktik nehmen. Was mit denen? Oh, 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 oh. Oh, ich muss echt mal mehr Pfeile holen, ne? Wow! Müssen wir auch die Dingstränke benutzen? Ah! Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, ich diese Rolle, ne? Ja, aber gut. Ja.
nicht wundern, warum ich die ganze Zeit so einen Vogelangriff habe. Für die Leute, die jetzt sich wundern, ey, was macht denn der die ganze Zeit mit dem Vogel-Schrei? Aber das ist hier Phosphor, das Ding bekommt ihr ja in der Story irgendwann. Ja, nice. Und ich habe den halt so getrimmt, dass der... Ihr seht ja drunter den blauen Balken. Der war nice. Und... Den kann ich halt die ganze Zeit rufen. Und er macht halt auch so einen Explosionsangriff. Dann betäubt das die Gegner so leicht. Boah, da ich gepennt. So, jetzt hier, das seht ihr das? Dann wird er so immer so leicht zurückgestoßen und in der Zeit kann ich halt mit der Axt zum Beispiel draufhämmern. Easy. Deswegen, also das ist echt die beste Methode, um Bosse zu töten. Dass ihr immer mit den Phosphor immer die Fliegerangriffe macht. Richtig cool. Okay, wir haben's. Erstmal die Story und dann mal schauen. Ich versuche schon alle Kisten, Rätsel unterwegs mitzunehmen, aber manchmal fehlt mir der Nenner für alles. Ja, wie gesagt, ich habe ja alles, außer in, wie heißt denn die andere Region? Finnland. Ey, der hat mein Zeus Blitz geklaut. Was ist jetzt? Hat mein Zeus-Blitz geklaut. Das finde ich auch ganz cool. Hier so im Ladescreen kannst du so ein paar von diesen blauen Essenzen sammeln. Das ist super witzig, wenn du sie triffst. Ja, bupp. Aber das spieltechnisch, also mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Also wer sich da eine Kaufempfehlung braucht und ihr wollt wirklich mal was anderes spielen mit schnellen Kampfsystemen, solltet ihr euch das Spiel auf jeden Fall holen. Weil das macht echt Laune.